Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, er ist doch mal. Ja, wie lange muss ich die denn aufhalten? Warum treibst du sie uns an, Jorik? Halte den auf! Ich verstehe das nicht. Pan, bleib bei mir. Ich wünschte, ich hätte einen Panzer aus Himmelseisen. Pfeile. Ich hasse Pfeile. Na. Davon. Hallo. Ja, ist klar, weißt du, die eine? Es sind so viele! Hab keine Angst. Ich beschütze dich, ja, du Freak. Kurz getroffen, wird es vorbei. Ja. Also, was machen wir am besten jetzt? Nicht geheilt kriegen. Kriegt ihn nicht geheilt. Schlacht ausgebrochen und die Bären brauchen mich. Halte dich versteckt, bis ich wiederkomme. Aber... Bärenfalle? So, verabschiede dich. So, weg mit dir. Weg mit dir. Noch irgendwas, was ich... Da ist noch einer! Danke! Das Ostportal führt euch geradewegs ins Kampfgeschehen! Der Feuerwerfer ist der Schlüssel zum Sieg!
Kein Mensch soll uns im Weg stehen. Mein Bruder steckt drüben beim Westportal in der Klemme. Könntet ihr ihn befreien? Westportal? Rechts. Runter. Hoch. Alles sei verloren. Hab Dank. Nur wenige würden ihr eigenes Leben für das eines anderen hergeben. Aus. Dein Bruder wird schon bald an deiner Seite sein. Okay. Andrin! Ach Mann, ihr Babbelsviecher hier. Hier! Er darf sich den anderen nicht anschließen! Ich lass mich jetzt mal das Tor aufmachen. Ja? Aus dem Weg! Viel zu leicht. So, und jetzt Tor. Links. Hoch. Rechts. Rechts. Auf los geht's los. Oder auch nicht. Den Hebel müssen wir betätigen. Alles klar. Ruhig, Männer! Standhaft bleiben, Männer! Weg hier! Okay. So, jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Leben ein und noch Rüstung. Und wo geht's weiter? Komm her. Mitkrieger, Mensch. Das war eine große Herausforderung. Boah. Oh.
Ja. Tja. Komm her, ich mach dich jetzt hier voll fettig. Aus. Was haben wir hier? Standhaft bleiben, Männer! Umzingelt ihn! Er darf sich den anderen nicht anschließen! Komm her! Mann, ey, diese Viecher immer. So. Ja, jetzt haben wir aber leider keinen Schutz mehr. Ist kaputt. Hier ist noch einer. Komm her, du Mikri Makri. Ups. Naja. Viel zu leicht. So. Weiter geht's. Mal gucken, was uns jetzt noch so erwartet hier. Der König! Standhaft bleiben, Männer! Angriff! Kommt her, ihr Lullis. Du auch. Komm mal her, Fifi. Hängt ihm auf den Fersen! Komm her. So. Hau dich erstmal kaputt hier. Jetzt bist du dran hier, du. Wulli, Wulli. Schön. Jetzt haben wir wieder fast volle Schutz. Schützt den Feuerwerfer! Schützt den Feuerwerfer! König Jorek, ich bedarf eurer Hilfe. Ich kann mich nicht verteidigen und zugleich den Feuerwerfer vorbereiten. Bleibe standhaft. Ich kümmere mich um die Tataren. Zerstört das Katapult! So, du bist kaputt. Die fangen unsere Kugeln ab! Komm her. Kaputt. Wo ist noch einer? Ne, ist keiner mehr da. Gezeichnet. Der Feuerwerfer ist einsatzbereit und keine Minute zu früh. Sieh doch, die Hexen wollen angreifen. Dann ist es unsere Aufgabe, sie daran zu hindern.
Halte die Kette fest! Seid ihm auf den Fersen! Komm her! Umzingel ihn! Komm her! Marasch alle Kaninchen. Ach nein. Hexen. Fertig. Zünde das Feuer. Feuer! Blam! Was kommt da? Seht! In Deckung! Katapult bereithalten. Wir kämpfen bis zum Tod. Attacke! Stirb! Eindringling! Um die Ehre der Königin! Ihr habt keine Ehre. Aus. Da ist noch einer. Griff auf den Ferngriff! Blam! Der ist auch weg. Da ist hier noch einer. Ach Mann! Ja, gleich bin ich kaputt. Traum haben. Könnte es jetzt endlich mal. Fertig. Zünde das Feuer. Gerne. Oje. Hätten wir es nie geschafft. Es tut gut, mit euch Seite an Seite zu kämpfen. Doch die Schlacht ist noch lange nicht entschieden. Unsere Brüder liefern sich noch immer Scharmützel mit den Tataren und den Hexen. Wir werden ihnen Hilfe leisten. So. Das ist kaputt gegangen. Jorek! Lyra! Ich habe gesehen, wie der Zeppelin abgestürzt ist. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich verstecken, bis ich zu dir zurückkomme. Aber was ist mit Roger? Ich darf nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Komm, ich bring dich zu deinem Freund. Das ungleiche Paar hatte schon viele Aufgaben bewältigt. Doch keine erschien so dringend und ernst wie die, die ihnen jetzt bevorstand.
Das war's, wir sind durch. Ja, dann sind jetzt hier mal die Credits. Ja, das Spiel an sich hat schon Spaß gemacht. Also ich meine, alle, die den Film gesehen haben, werden schon ihre Freude an dem Spiel haben. Es ist schon sehr, meiner Meinung nach, sehr an den Film angelehnt. Jedoch ist die Kameraführung manchmal nicht so prickelnd. Und es war schon nervig, wenn man dann relativ am Schluss von so einem Abschnitt gefailt hat, dass man den wieder komplett von vorne machen musste. Aber sonst war das Spiel schon sehr interessant. Also alle, die den Film gesehen haben und den Film toll fanden, ist nur zu empfehlen. Holt euch das Spiel, zockt das mal durch. Und an der Stelle sage ich dann auch wieder mal, ich bedanke mich natürlich, oder wir bedanken uns bei allen, die zugeguckt haben, allen, die einen Kommentar geschrieben haben oder alle, die geliked haben. Und natürlich auch alle, die abonniert haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet euren Spaß damit. Ich hatte meinen Spaß schon beim Zocken. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei einem nächsten Projekt oder bei einem anderen Projekt wiedersehen würden. Da würde ich sagen, lasse ich euch jetzt mit den Credits hier alleine und bis zum nächsten Mal. Hexen haben keine Zeit für langen Abschied. Und fällt der Abschied noch so schwer, sorgt er doch nur für noch größere Wiedersehensfreude. Lyra wusste, dass sie ihren Freund schweren Herzens zurücklassen musste. Neue Welten lagen vor ihr und neue Abenteuer.